Moin und willkommen zum absoluten Topspiel des 23. Spieltags hier in der Mr. Ninox Bundesliga. Ich möchte auch überhaupt nicht lange rumreden, trotzdem muss ich jetzt mal rechts oben in der Infocard auf dem Video verweisen und zwar auf die 4 Samstagvormittagsspiele auf meinem Kanal und natürlich auch auf das Freitagabendspiel. Insbesondere das ist wichtig, denn ich blende euch jetzt mal sofort die Tabelle ein. Achtung, wer die Videos noch nicht gesehen hat von Freitag und Samstag, das sind jetzt natürlich Spoiler drin, wer gewonnen hat. Jetzt wird sie euch eingeblendet und wie gesagt, da ist natürlich das Freitagabendspiel Leverkusen gegen Mainz sehr relevant, denn jetzt kommt der Spoiler. Leverkusen hat gewonnen gegen Mainz und das auch, by the way, recht deutlich und damit die Münchner zumindest bis zu dem Spiel jetzt überholt und damit herangeschlossen an RB Leipzig. Und ihr seht, wie verdammt spannend das ist und euch da verlinke ich euch jetzt nochmal rechts oben ein Video und zwar die Bayern haben am letzten Spieltag die große Chance gehabt, gegen Bochum nicht Leipzig zu überholen, aber sie hätten, wenn sie das gewonnen hätten, und das haben sie nicht, 49 Punkte gehabt, sprich, das Spiel wäre ein Spiel um Platz 1 gewesen. Hier können sie jetzt also nur in Anführungszeichen rankommen an Leipzig, aber das wollen sie natürlich auch auf jeden Fall. 4 Punkte Rückstand haben sie auf RB und sollten sie das Spiel hier sogar verlieren, wären 7 und dann ist es, ja, dann wäre, glaube ich, die Meisterschaft wie in echt gelaufen für die Münchner. So, und das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Rumgeplänkere. Auf der anderen Seite will natürlich auch RB das Spiel unbedingt gewinnen, denn die würden einen Riesenschritt in Richtung erster Meisterschaft der Vereinsgeschichte machen. Und ich mache jetzt den Schritt. Ich gebe ab an meinen Kommentator, Mr. Ninox. Viel Spaß euch mit dem Game. Let's go! Und damit auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite live aus der Allianz Arena. Bayern München, die Gastgeber haben Anstoß. Sie spielen in dieser ersten Halbzeit von links nach rechts. Mein Kollege hat schon angesprochen. Es ist zwar kein Duell um den ersten Platz direkt, aber natürlich indirekt schon ein Meisterschaftsduell. Denn wer hier gewinnt, ja, macht einen großen Schritt bzw. kommt halt dran, weil die Bayern sind ja momentan nur in der Verfolgerrolle und stand jetzt sogar nur auf Platz 3. Aber wie gesagt, das wurde mit dem Kollegen ja alles schon besprochen. Was nicht besprochen wurde, ihr seht jetzt unten gerade die Aufstellung durchlaufen. Die Münchner natürlich mit Verletzungspech en masse, muss man einfach dazu sagen. Trotzdem ist es noch ein verdammt starker Kader und man hat ja auch noch den einen oder anderen draußen sitzen. Auch bei Leipzig läuft jetzt die Aufstellung unten durch. Wir gucken vielleicht aber jetzt erstmal auf den Angriff von RB, da passiert nichts. Wie gesagt, ganz kurz zum Kader von RB, auch der natürlich verdammt stark. Die haben jetzt vielleicht, ja, nicht die argen Spieler, aber gut, trotzdem haben die einen Xavi, einen Openda. Das sind verdammt starke Spieler, genauso wie ein Orban oder ein Olmo, der hier gerade am Ball ist. Und vielleicht jetzt den ersten Angriff, den ersten richtigen Angriff einleiten kann. Für RB Leipzig konnte er also nicht. Gucken wir jetzt hier auf die Münchner, Sané, der noch ein bisschen in der Form, ja, in einem Formtief ist. Und auch hier kommt er jetzt nicht vorbei an Raum. Es ist wirklich sehr interessant, wer jetzt hier besser in die Partie kommt. Die ersten 15 Minuten war jetzt so ein bisschen abtasten. Vielleicht gingen die eher an Leipzig. Die gehen sogar verdammt eher an Leipzig die ersten 15 Minuten. Denn Leipzig lässt die Dreifachchance, wie ich es erst dachte, nicht liegen. Openda mit dem dritten Versuch geht hier den Riesenschritt in Richtung, ja, Meisterschaft ist noch viel zu früh gesagt, aber den Riesenschritt in Richtung Sieg. Wir gucken natürlich nochmal drauf. Neuer konnte erst stark parieren. Der Kopfball sah gar nicht so gefährlich aus. Neuer Pfosten, Openda, Neuer. Und dann eben der dritte Versuch ist drin. Bitterer Rückschlag, bitterer früher Rückschlag für die Münchner. Die wollen natürlich jetzt, ja, die wollen hier zurückkommen. In echt übrigens sehe ich das auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Münchner nicht gewinnen. Und hier, ah, Thomas Müller, so ein Pass, der passt einfach momentan. Denn die Münchner stecken ja nicht nur in echt, sondern auch in der Mr. Ninox Bundesliga, in der Formkrise. Mal gucken, wie sie jetzt hier auf diesen Gegentreffer reagieren können. Thomas Müller, Außenwärts, Jamal Musiala. Musiala, Kane startet. Kane, kommen die Münchner zum frühen Ausgleich. Kane legt zurück auf Leroy Sané. Er bleibt in der Formkrise. Der Schuss, er findet seinen Weg nicht ins Tor, vor allem durch ihn hier verhindert, Peter Gulaschi. Gucken wir auf die Ecke, Thomas Müller, die ist gar nichts. Und wir schauen jetzt auch auf den Nachschuss, sonst melde ich mich einfach immer, wenn es Highlights gibt. Sané auf Musiala, kein Abseits, Jamal Musiala legt zurück, Kimmich, Goretzka lässt durch, Kimmich,
Jetzt gibt es hier kleines Tiki-Taka-Gulasch. Hier hat den ersten und den zweiten. Auch im Nachfassen. Und jetzt würde ich sagen, melde ich mich einfach immer, wenn es Highlights gibt. Jetzt kommen die Münchner vielleicht zum Ausgleichstreffer. Nächste Chance, nächste gute Tat von Gulaschi. Gibt es noch einen zweiten Ball? Davis kommt nicht aus dem Abseits. Goretzka, Schuss geblockt. Schlager dazwischen, Kimmich. Müller mit der Riesenchance. Es gibt Freistoß für die Münchner. Boah, ein Riesenfauxpas vom Schiedsrichter in meinen Augen. Den muss er doch weiterlaufen lassen, diesen Vorteil. Jetzt gibt es hier den Freistoß. Mauer wird natürlich erst noch gestellt. Und jetzt aber Sané, das ist eine vielversprechende Position. Kommt Kimmich noch dazu? Ja, Kimmich kommt dazu. Aber ich denke, es wird Sané machen. Leroy Sané, das macht er. Ja, gut, aber lang nicht gut genug. Gucken wir nochmal auf den Freistoß. Den kann er auch mal über die Mauer heben. Ja, Gulaschi ist das Tor weit weg. Muss er haben, hat er auch. Wir schauen jetzt auf die anschließende Ecke, ob die gleich was mit sich bringt. Müller wieder, das verstehe ich auch nicht ganz, warum der die Ecken schlägt. Die ist aber mit verdammt gefährlich. Ecke, Kopfball, Pfosten und jetzt Elfmeter. Elfmeter in der 28. Minute. Haidara, ich glaube, es war mal wieder ein Handspiel. Oh, oh ja. Ich dachte erst nicht, aber er geht dann doch hier mit dem Ellbogen etwas zum Ball. Verdammt unnötig. Und Harry Kane, der, ich will jetzt hier nichts hervorrufen, noch nie den Elfmeter in der Mr. Ninox Bundesliga und auch noch nicht in der Bundesliga verschossen hat. Kommt es jetzt? Nein, es kommt nicht. Harry Kane bleibt cool, bleibt ein absoluter Elfmeter-Killer und macht sein 30. Saisontor jetzt hier daheim in der Allianz Arena gegen RB Leipzig. Gute Antwort mit zwei oder drei Chancen ja und jetzt hier eben dem Elfmeter. Der vierte Schuss, wenn ich mich da nicht verrechnet habe, aufs Tor. Die vierte Chance für die Münchner ist also drin. Damit jetzt doch der, ja, zügige Ausgleichstreffer. Guter Beginn hier in diese Partie. Und vielleicht wird die noch besser. Davis mit einem ganz wichtigen Tackling. Beziehungsweise er ist ganz wichtig. Ganz aufmerksam. Frage ist jetzt, ob eine Mannschaft doch eher auf das zweite geht. Oder ob sie so in die Halbzeit plätschern lassen. Die Ecke bringt erstmal gar nichts. Aber vielleicht der Nachschuss. Jamal Musiala könnte schießen. Legt erstmal nochmal ab. Min-Jae Kim. Kimmich findet Müller, der findet Musiala, der mit der Abschlusschance. Gefährliches Ding. Boah, hier links oben sieht man die Statistik, geht ja ganz klar an die Münchner. Leipzig hat drei Schüsse und es waren diese drei, die eben Openda zwei davon nicht genutzt hat und einen davon genutzt hat. Jetzt kommen sie eventuell wieder. Xavi Simons mit einem klasse Steckpass, das ist der vierte Schuss aufs Tor. Wieder der vierte, also der vierte Schuss von Leipzig, der vierte von Openda. Diesmal Neuer aber mit der dritten Parade. Das wäre effizient gewesen von Leipzig. Klasse gehalten vom Nationalkeeper. Müller setzt sich stark durch. Kane lässt Tropfen auf Guerrero. Guerrero ja heute über rechts. Kane in der Mitte wäre Sané. Sané mit der Riesenchance. Es will einfach nicht sein. Sané kriegt nicht sein Tor. Und ja, das ist, muss man ehrlich sagen, warten viele Fans da schon lange drauf, dass er mal wieder trifft. Musiala Nachschuss. Chance. Gab es da wieder ein Handspiel? Nein, es wäre wieder Haidara gewesen. Diesmal alles fair. Mit dem Oberkörper war er dazwischen. Die Ecke nimmt der Schiedsrichter noch mit. Wieder bringt die Müller. Gulaschi müsste den haben. Und der hat den. Und das war es damit auch mit der ersten Halbzeit. Und für uns heißt es der Blick auf die Statistiken. Und die müssten, denke ich, recht klar für die Münchner sprechen. Und ja, das tun sie, was die Schüsse angeht. Das habt ihr ja vorhin schon links oben gesehen. Aber was die erwarteten Tore angeht, geht dieses Ergebnis völlig in Ordnung. Beziehungsweise muss man sagen, wäre es eher ein 2-2, also wäre ein 2-2 mehr verdient gewesen. Aber gut, ja, die Chancen, die Leipzig hatte, waren ja auch einmal, also waren Dreier zusammenhängend. Das heißt, das kannst du aus erwarteten Tore auch schwer rechnen, weil geht da der erste rein, dann hast du ja die anderen zwei Chancen nicht. Aber gut, das ist schon wieder viel zu viel Rumgerede. In meinen Augen macht trotzdem der FC Bayern München die ticken bessere Partie. Die erste Viertelstunde gehörte Leipzig. Ab dann hat eigentlich sehr viel Bayern München gespielt, mit Ausnahme von dieser einen Chance von Openda. Jetzt sehe ich aber unten, kommen die Teams schon wieder aufs Feld. Das heißt, rein in Halbzeit 2. Da bin ich natürlich jetzt gespannt, welches Team besser in die Partie finden wird. Šeško auf Simons. Simons draußen wird Henrich starten. In der Mitte wäre Šeško, aber Henrich schießt. Ja, erstes Highlight in dieser zweiten Partie. Nicht wirklich zwingend. Oh, starker Balleroberung von Goretzka. Musiala, machen Sie was drauf. Bis jetzt draus. Die Münchner bis jetzt noch nicht so wirklich präsent in der zweiten Halbzeit. Und hier fast aus dem Nichts Thomas Müller. Starke Annahme, starke Drehung. Hier im Hintergrund sieht man jetzt den zweiten Wechsel. Baumgartner kommt rein für Šeško.
ja, das war das zweite Highlight. Also erst in der ersten Viertelstunde von der Partie, in der ersten Halbzeit, musste ich euch ja fast die ganze erste Halbzeit zeigen, so viele Highlights hatte die. Gucken wir jetzt hier drauf, ob es das dritte Highlight in dieser zweiten Halbzeit gibt. Kimmich, gute Flanke! Goretzka, Gulaschi packt aber zu. Und die Münchner kommen schon wieder über Musiala. Erstmal Vorteil angezeigt. Gut, jetzt gibt es den Freistoß. Den gab es in meinen Augen auch zu Recht. Gucken wir drauf, was sie da machen, die Münchner. Kurz gespielt. Davis, Kane, auch mal eine neue Variante. Harry Kane, Guerrero. Guerrero, Rafael Guerrero auf Musiala, der auf Kane. Kane steckt klasse durch auf Sané. Gulaschi. Wow. Sanés dritte Riesenchance. Trotz besserem Beginn von RB gehört die zweite Halbzeit mittlerweile klar den Münchnern. Sie haben mehr und bessere Chancen. Goretzka, Davis wartet noch kurz ab. Jetzt kriegt er ihn, hinten ist Leroy Sané. Artistisch. Aber das wird auch nichts. Und die letzten 5 Minuten werden gleich eingeläutet. Und ich würde sagen, da bleiben wir die ganze Zeit wie immer dran. Bis jetzt natürlich Leipzig mit Ausnahme dieser Aktion kurz nach Wiederanpfiff kam von denen gar nichts. Und jetzt auch hier, nee, sie kommen nicht in Konter, denn Foul gepfiffen vom Schiedsrichter, das glaube ich zu Recht. Und jetzt der erste Wechsel der Münchner, der ist ja komplett weird. Harry Kane geht raus. Gut, Tell ist ein vernünftiger Wechsel, für mich allerdings auch recht spät. Die Münchner bis jetzt noch gar nicht gewechselt. Kimmich bringt den rein, Simakor ist dazwischen, Goretzka macht den nochmal scharf. Tell kriegt ihn da fast. Und jetzt laufen die letzten 2 Minuten regulär. Kommt vielleicht Leipzig jetzt, wie gesagt, mal zur zweiten Chance in dieser zweiten Halbzeit? Oder kann De Ligt es verhindern? Er verhindert es erstmal, aber Baumgartner bleibt in Ballbesitz. Es ist die letzte Minute regulär, aber Kimmich ist hier stark dazwischen. Naja, macht es nochmal spannend. 1 Minute obendrauf und die ist jetzt eigentlich auch schon rum. Das müsste es gewesen sein. Ja, der Schiedsrichter nimmt die Pfeife in den Mund und pfeift auch. Das war's also mit dem Topspiel. Und ja, das hatte echt Feuer in sich, dieses Topspiel. Man muss sagen, mehr in Halbzeit 1, in Halbzeit 2 habe ich jetzt sehr, sehr wenig Aktionen auf dem Zettel. Hier sehen wir jetzt nochmal die Torschützen. Aber wir schauen jetzt nochmal kurz auf die Statistiken der Partie und die sprechen. Ja, klar, für den FC Bayern München von Leipzig kam eben nichts mehr, bis auf einen einzigen Schuss erwartete Tore. Ist gleich geblieben, wie noch in der Halbzeit. Und ja, die Münchner 16 Schüsse, 3,2 erwartete Tore. Und sie machen eben nur ein Tor. Das ist einfach zu wenig. Und das ist eben auch zu wenig, um ranzuspringen an Leipzig. Ich blende euch jetzt gleich mal die Tabelle ein. Sie bleiben also weiterhin, ja, mit einem guten Abstand hinter RB. Und zwar sind es jetzt 4 Punkte weiterhin. Ist jetzt auch nicht mega viel, aber Leipzig muss eben zweimal choken und die Bayern das jeweils ausnutzen. Wenn der FC Bayern München hier noch eine Rolle spielen will in dem Titelrennen in der Mr. Ninox Bundesliga. Aber mehr gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen, bis darauf, dass mich eure Tipps, wie es in echt ausgeht, sehr interessieren. Einfach mal ab in die Kommentare damit, ich bin ja gespannt. Bayern trennt sich ja am Ende der Saison von Thomas Tuchel, aber ich denke, wenn sie jetzt noch ein, zweimal oder ich denke, wenn sie jetzt gegen Leipzig verlieren, vielleicht auch trotzdem jetzt sofort schon, ich bin dann auch gespannt, wer kommen sollte. Aber wenn ihr die 3 Spiele vom Sonntag auf meinem Kanal nicht verpassen wollt, lasst doch jetzt hier ein Abo da, da habt ihr so ein vorgefertigtes Ding schon, einfach nur drauf drücken. Ich würde mich mega freuen über euren Support und hier verlinke ich einmal Folge 2 und Folge 1 von dem Spieltag. Wie gesagt, ich würde mich mega freuen über euren Support und ich bedanke mich jetzt auch fürs Zuschauen bei euch. Macht es gut, haut rein und hoffentlich natürlich bis zum nächsten Mal.